Und mach nicht den Fehler, dass du verkrampfst am Fuß. Versuch den ganz locker zu lassen. Ja, servus. Die zwei üben, wie man barfuß im Wald geht. Und ich kümmere mich schon mal um den Zunder für nachher das Feuer, wenn wir ins Camp reingehen. Und sieht schon gut aus. Sieht schon sehr gut aus. Ja, hier das hohe Gras. Wer ist mit dabei? Wer ist am Start? Ron ist dabei und Harald ist dabei. Wir sind im schönen Waldstück, wollen heute einfach nur mehr ein bisschen lagern. Und ja, hier habe ich jetzt schon mal meinen Zunder und wir gehen auf ins Abenteuer. Sehr dicht bewaldet hier vorne. Ist da ein Schalker? Ne, kein Schalker. Ah! Geht jetzt los. Hinten kommt jetzt gleich das Birkenwäldchen. Wir haben aber eine angenehme Temperatur. Angenehme Temperatur von, ja, summa summarum, 13 Grad aktuell. Aber wir sind gleich schon an der Stelle angekommen, wo wir das Lager aufschließen, aufbauen wollen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es gleich ist. Es sind noch überall Tauben. Krass. Da hinten. Sind die zwei am Krausen. Amazing. Naja, später dann wieder beim Lager. Aber die Eisbahn groß. Du hältst uns. Ja, ne? So, wir sind jetzt am finalen Lagerplatz angekommen. Jetzt wird erstmal hier alles fit gemacht. Ich dachte, entspannt. Ja, wir machen, bauen uns jetzt hier unser Trainingslager auf. So, das hier habe ich, das brauche ich. Axt. Na, Felix. Und das Wichtigste, was denn? Was denn? Zeig mal deine Axt. Hier, mein Beil, Freunde, mein Beil. So. Ich spüre jetzt erstmal die Sonne weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sitzen auf dem Boden. Hast du da eine Hängematte dabei? Ja, natürlich. Ja, das ist eines der nächsten Dinge, die ich mir besorge. Ey. Was denn? Hängematte. Eine taktische Ultralight. Mit Moskitonetz. Besser geht's nicht. Und Tasche. Und Regendecke? Ja. Für, was war das? 20? 30? 40? 20 Euro. Boah, hast du das gehört? Jo. Baum fällt, muss man eigentlich sagen. Cool, Ich würde direkt die anderen Hände machen. Ja, wollte ich gerade machen. Also, mal schauen, den kannst du einmal drum wickeln, weil wir haben hier halt eine sehr. Ja, der ist gut, der kannst du. Das ist ein bisschen knapp. Nicht doppelt nehmen, Harald. Nicht doppelt? Nee. Ich dachte bei deinem Lass Gewicht. Mich hier kurz einhaken. Nee, das. Bin ich jetzt eigentlich ein Bilde? Nee. Ein Strich steht für 25 Kilo. Oh, okay, ja, dann wird das gut. Also, was, ein Strich? Ist trotzdem. Warte, ich muss hier umplanen. Das wird nicht reichen. Warte. Oder hast du noch was?
hat schon den leicht prickelnden Massageeffekt von. Ja, du wirst das heute Abend merken. Ja. Nicht im negativen Sinne, sondern. Nee, ich sehe das nicht. Okay, da muss ich umdisponieren. Da muss ich umdisponieren. Dann hänge ich mich da in der Mitte auf. Die Brille liegt nicht geplant. Oh, die ist noch schaffen. Ja, das wird noch ein bisschen schneller. Okay. Ja, da war das genauso dunkel, ne? Aber du hast die da ein paar Dinger erlaubt, ne? Also, da wo soll eigentlich hell sein, an den Kollegen, da leuchtet er. Das ist ja schon wieder ein Film. Du hast ja drumherum dunkel gemacht. Dunkel ist schon viel mehr. Passt. Ja, cool. Ist ein bisschen eng. Also unbedingt muss ich eine Hängematte haben, ey. Da kann man ja zusammen bestellen. Ja. Ja. Und wo ist Kissen, Zeitung und Kaffee? Bitte? Ne, das Geile ist, du kannst halt hier mit Paracord zum Beispiel, da waren so Gummischnüre dabei, aber die sind viel zu schwer, die nehme ich nie mit. Kannst du mit dem Paracord hier eine Ridgeline spannen? Und dann hängst du hier eine Öse. Das funktioniert, ne? Ja. Und dann hast du Moskito. Dafür gibt es auch noch diese Regenhaube. Also dann wäre das. Die spannst du dann auch nochmal mit. Die, nee, ich mache einfach einen Tarp drüber. Also ja, du machst hier eine Ridgeline und hängst das Tarp drüber auf und verbindest das dann an einen Eckpunkt und dann einfach ein. Aber was halt also wichtig ist im Winter, wenn du im Winter draußen schläfst, Isomatte rein. Klar, sonst frisst du den Arsch auf. Schlafzeit rein. Es gibt auch die Hängematten, das sind sehr einfache. Es gibt auch noch die Hängematten, die kannst du hier unten was reinschieben direkt. Ne? Die haben unten ein extra Fach, um die Isomatte reinzuschieben. Okay. Ne? Ich würde sowieso mal gucken, ob das hier alles reinpasst mit der. Ja, easy. Deine ist jetzt von? Die ist einfach von Amazon für 20 Euro. Keine bedeutende Marke. Wo bist du gerade am gucken? Zack, ist drin. Was ich? Wo du gerade guckst für Hängematte und Co. Verschiedene Anbieter. Bei einem Paracord-Hersteller, die haben auch Hängematten im Angebot gehabt, gerade. Dann werde ich die Seite nochmal raussuchen. Easy. Aber erstmal zeigt mir der Felix, was ein, Typ 1, 2, 3, 4. Wo ist da hinten nicht mehr? Ich habe gerade mal geguckt. So, die anderen sind jetzt gerade unterwegs und suchen schon mal Baumaterial. Ich wollte erst schon mal hier bleiben und ein wenig das Feuer schon mal vorbereiten. Dafür habe ich jetzt hier ein kleines Fichtenstück. Da mache ich dann gleich einfach hier mit dem Feuerstahl das Feuer an. Aber ich habe natürlich selbstverständlich mir eine Bushbox dabei. Und die Guten wissen von ihrem Glück noch nicht. Und dann können wir da schön was Leckeres zu essen machen. Aber wir craften uns heute auf jeden Fall noch was. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns noch Hocker machen. Und die sind ja jetzt, wie gesagt, schon auf dem Weg und suchen nach Material. Ich bin mal gespannt. Stay tuned, guys. Bis später. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, perfekt. Dann gehen wir einfach los und schauen schon mal. Wir haben ja, da ist ja schon mal ein Hocker. Saß der eben hier drauf? Ja, ne? Der saß hier eben schon drauf, ne? Nee, ich habe das gerade geholt, das Ding. Ach so, perfekt. Ja gut, dann hole ich den nächsten. So kann man das ja auch machen. Naja, sind wir jetzt hier draußen in der Natur. Ich habe mein Messer noch hier an der Hüfte und meine alte Axt wieder, die Fiskars. Die ist wieder am Start und ja, schön fertig geschliffen, sauber. Die anderen sind irgendwo da unten. Wir haben jetzt das Camp aufgeschlagen. Jetzt mal schauen, ob ich jetzt hier noch einen passenden Baumstamm finde, wo ich mich auch draufsetzen kann oder den wir umbauen können. Hier ist wieder ein Loch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann hier. Die große Kuhle. Hier sieht es nicht so gut aus.
Ich hätte meine Säge mitnehmen sollen. Weil dann... Okay, ich glaube, den nehme ich. Ich hole auch eben meine Säge. Bis gleich. So, Holzstamm ist gesägt, oh. Beziehungsweise geaxtet und ich gehe jetzt runter zum Camp und baue den auf. Was die anderen so machen. Was wird hier gemacht? Was wird hier gemacht? So. Oh, ich habe noch schön mit Sitzkissen dran. Hier. Das ist auch gut. Stealth. Dann setze ich hier noch ein bisschen trocken Sitzkissen drin. In Stealth. Holzbohrer kommen dann auch irgendwann noch. Ich muss aber noch schauen, ja, wann. Es gibt so einen, die haben so einen Durchmesser, weißt du? Dann kannst du die oben einfach einhaken, der ist dann so groß, der Bohrer, und das ist ideal. Ja. Weil jetzt mit dem Messer da dran und die Bohrungen zu machen, dann guckt er mich nachher wieder schief an. Dann sagt der Ron wieder, nee, ich schleife dir das nicht. Naja. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall geht es schon weiter voran hier. Zeige ich euch mal im Detail. Das ist jetzt hier meine Sitzgelegenheit, wo ich mir eigentlich noch Beine drunter machen. Harald jagt da hinten. Das hier ist der erste Sitzhocker. Und Ron, was machst du hier? Und für den Hobo ein bisschen Holz vorbereiten. Ach, für den Hobo ein bisschen Holz vorbereiten. Ja. Perfekt. Denk dran, wir brauchen heute Doppelholz. Ja. Müssen wir gleich ein bisschen auf Holzjagd. Aber da liegt ja schon ein super Stamm hier, den wir klein machen können. Okay, let's go. So. Sieht das Camp gerade aktuell aus. Ich habe hier so ein Stealth-Sitzbank. Ron bereitet gerade den Tisch vor, die Hängematte liegt noch da vorne. Harald ist irgendwo da unterwegs. Ich gehe jetzt aber nochmal ins Wasser, weil ich brauche Steine und nachher eventuell auch Wasser, was ich mir dann abkochen muss. Ja. Also mal schauen, dass wir hier was Geeignetes finden, weil ich brauche die Steine. Mit der Bushbox. Ich will es einfach nur ein bisschen schöner machen. Und deswegen wollte ich die Steine holen, dass ich das dann die Bushbox dann oben drauf stellen kann. Ich bin mal gespannt. Muss ich mal schauen. Und wenn das Ganze fertig ist, zeige ich es euch. Bis später. So, Mikrofon, Servus. Ich bin jetzt unten am Wasser und brauche einfach nur ein paar schöne, große, flache Steine, so wie den hier. Oh Gott, ist das herrlich hier, Freunde. Das ist der Wahnsinn, direkt hier am Wasser. Sehr, sehr schön. Ich habe hier einen perfekten Stein, den sack ich schon mal ein. Der kommt auf jeden Fall mit. Hier sind doch direkt wieder super Exemplare.
Perfekt. Schön. Sehr gut. Wolltest du noch ein paar sammeln? Dünneres Holz, Felix. Was hältst du von diesem Pustehalm? Fällt mir gerade ein. Schwachsinn oder nützlich? Was für ein Pustehalm? Es gibt ja ein paar Bushcrafter Survivor, die anfangen mit irgendwelchen Pustehalm da. Pustehalm? So. So. Nö. So, so Zeug kommt auch cool. Ja. Das finde ich auch eigentlich geil. Ist auch immer ein cooler. Ja, wenn das ganz anders. So. Das ist ja noch feucht. Aber brennt. Ist da irgendwas anders da hinten jetzt? Oh, lass den Gipfel doch so ein bisschen. Jetzt lass mich mal mit. Boah! Das ist eine riesige Richtung. Ja, die Zitrone, da können einer sein Scheiter. Ich hab die Knie. Ist auf die Knie, damit es brennt. Kocht dann gleich wieder. Ja, deswegen, wie haben wir das Pusteröhrchen? So eine alte Autoantenne oder irgendwas? Ja. Und dann hat sich das dann eben. Na gut, erleichtert, ne? Ja. Wenn jetzt natürlich nicht die Augenbrauen. Ach, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Wenn es einmal aus ist, musst du es wieder anpusten. Das ist halt das. An dem Zeitpunkt, wo ich mir die Hand verbrannt habe, was nicht so angenehm war, war auch mein Speicher voll und ich musste das Video an der Stelle leider abbrechen.